Dass die beiden jemals wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen würden, haben die meisten nicht mehr für möglich gehalten. Nach einem handfesten Streit haben Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich jetzt das Kriegsbeil begraben und mit ihrer Wiedervereinigung beim Purkersdorfer Open Air gestern Abend so manchen Pessimisten eines Besseren belehrt. Nein, das ist keine Aufnahme aus dem Archiv. Gestern Abend haben sie in Purkersdorf wieder gemeinsame Sache gemacht. Dabei war zwischen Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich lange Zeit Funkstille. Funkstille in dem Sinn hat es überhaupt keine gegeben. Es war halt eine kleine Auseinandersetzung, aber die kommt halt vor. Es ist wie in einer Beziehung. Da knallt man einmal die Tür zu und sagt, ich möchte dich nie wieder sehen. Aber das setzt voraus, dass man einen Menschen unglaublich liebt. Für Fendrich ein Heimspiel, wohnt er doch jetzt in Purkersdorf. Ja, jetzt wieder in Purkersdorf. Ja. Dafür ist Ambros von Pressbaum nach Tirol ausgewandert. Natürlich tut es ein bisschen weh, aber das Schöne dabei ist, dass er immer wieder zurückkommt, wie heute am Abend. Und vom Zentralfriedhof bis zum Hofer hatte er alle Hits mit dem Gepäck. Zu Purkersdorf hat man eine besondere Beziehung. Im Kult Beisel Nikodemus haben sie gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Georg Danzer Austria 3 gegründet. Sie haben geprobt, sie haben dann auch hier einen ersten Auftritte gehabt. Und jetzt freut man sich über die Wiedervereinigung. Ja, das ist toll, dass sich die zwei wieder verstehen. Und ich meine, im Grunde lieben sie sich ja. Und was ich liebe, das neckt sich ab und zu mal. Es ist schön, wenn man sieht, dass Wunden wieder verheilen und dass man sie wieder zusammenfindet. Weil das war sowas von, glaube ich, unnötig, was die beiden da abgehalten haben. Sind jetzt alle Unstimmigkeiten vergessen? Man hat es ausgeredet und man ist drauf gekommen, dass man ja, vielleicht beide überreagiert haben. Diese Freundschaft ist unzerstörbar und wir werden schauen, was uns die Zukunft bringt. Und wenn die zwei dann die inoffizielle Österreich-Hymne anstimmen, ist Gänsehaut garantiert bei tausenden Fans. I am from